Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow Hearts 2. Wir werden jetzt natürlich den Film nicht überspringen, sondern einfach weiter gucken, was passiert denn noch hier. Oh Gott, den kenne ich. Ben. Nicht Majora's Mask Ben, sondern Ben. It's good to see you again, Sensei. So, when did you get back? Yesterday. I wanted to come back earlier, but it was difficult to find the time. Oh, please, think nothing of it. I must say, it's much hotter here in the capital than it is in Nara, don't you think? Yes. Trotzdem habe ich diesen fetten Mann. Forgive me. There's no one here right now. Some tea? Oh, don't concern yourself. I have to be going soon anyway. Have you decided yet about the matter we discussed? We're going to be leaving Japan next week. Oh, really? That seems very sudden. What about Anne? And your child? You're going to be gone for a long time. I'm planning on taking them with me. Oh, is that right? But what about the child? What was his name again? Yuri. Oh, yes. Yuri. He must be about three now. Yes. I'm going to be raising him in mainland China. Oh? That will be good. Unlike Japan, he'll be able to meet people from different countries there. He'll grow up to be a good man. Sensei, It will be a few years. No, perhaps never. I may never be able to come back to Japan. What did you say? Don't say that. Our greatest enemy, Dehuai, has his base in Shanghai. We've got to move against him carefully. Wow, und in 1 kam er so badass-mäßig rüber. Ja, in der Szene, in der war er gar nicht da. Das ist schon mit Yuri. Das ist der Kampf mit Yuri. Mein Name. I'm counting on you. If I fail. Yuga. I've got to be going now. I see. I'll be praying for your safety. When you return here, we'll have a drink. Take good care of yourself. Yes, sir. Ziemlich traurig in Anbetracht der Tatsachen, dass er wirklich nie zurückkam, nachdem er Dehuai im Kampf besiegt hat und schlussendlich sein Leben lassen musste. Ja. Gut geschlafen. Was für ein Anblick. Wo sind denn alle? Sie sind alle in der Stadt. Yuri schien verwirrt, dass sein Vater und Naniwa sich kennen. Karen hat ihn mitgenommen, um ihn abzulenken. Oh, in Ordnung. Ja, dann gehe ich auf Entdeckungstour. Man wird denken, der Zirkus ist in der Stadt, wenn man nicht sieht. Ach, vergiss es, ich komme mit euch. Ist wahrscheinlich besser, als in einem Garten rumzusitzen. Vielleicht. Ja. Mukyuan, das ist... spricht man das Mukyuan überhaupt aus? Egal. Das ist eben dieses Gärtchen hier. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas rumliegt. Ich werde jetzt einfach mal meine berühmte Eckenabwanderung machen, aber ich glaube, hier ist so ziemlich gar nichts. Nö. Es ist halt nur ein nettes Städtchen. Ich kann aber mal den Schlüssel von Salomon mal wieder überprüfen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Sünderpalast. Haben wir nur Asmodeus momentan. Zaubersee fertig. Hier fehlt uns noch welche.
Glacialabos. Verfaulender Hund mit Adlerflügeln. Liebt Blut und hilft Killern. Lebt in einer kalten Marsch, um seinen Verfall aufzuhalten. Also vermutlich hier. Wie schön. Kriegshätte waren wir fertig, ne? Ja. Ja, hier haben wir wieder ein paar mehr. Chimaeus, Teufel mit kohlschwarzer Haut, ein schwarzes Pferd und einem schwarzen Pferd und schwarzer Rüstung, Entschuldigung. Beschützt den Wachturm und seinen Freund Serene. Hab ich den denn? Ja, da, das passt ja dann. Bidial. Der Goldengel ist der anmutigste aller Dämonen der Hölle. Liebt schöne Dinge und lebt nahe eines überbordenden Schatzes. Hatte ich da nicht letztes Mal erstmal. Da sind so viele Schätze. Weisheitsquelle. Oh Gott, oh Gott. Amdusias erscheint als Einhorn, lebt im äußersten Südosten und spielt alle Instrumente. Sein Nachbar Marax ist sein größter Bewunderer. Lebt im Südosten. Das sieht zwar nach Südosten aus, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er da ist. Also wahrscheinlich eher da. Vapula. Löwe mit blutroter Mähne und Adlerflügeln. Der Schatzmacher verachtet die happigen Bewohner der Bastion in seiner Nähe. Das wird dann wahrscheinlich hier sein. Vinay, Dämon mit Löwenkopf, der bei der Verbrennungsöfen an der See lebt. Liebt seinen Nachbarn Ronove und ist sehr eifersüchtig auf Gusion. Verbrennungsöfen. Ah ja, okay. Valak erscheint als Kind mit Engelsflügeln. Nein, Engelsflügeln. Hasst und meidet den zwingenden Stolas. Und den einmischenden Amdusias. Lebt nahe dem Buer. Oh, klingt gut. Naberius erscheint als dreiköpfiger schwarzer Kranich. Kann Gerüche. Wäre auch unterhaltsam, wenn er Gerüche kontrollieren könnte, wäre es ganz unterhaltsam, aber es sind nur mal Gerüchte. So. Verachtet Marax, lebt weit weg, um Ärger zu vermeiden. Das sieht doch mal nach weit weg aus. Butis, eine Riesenstange mit zwei Hörnern, kann durch feste Materie hindurchsehen, lebt nahe Stola und hilft ihm, Mineralien zu finden. Wir haben immer noch kein Stola, ne? Nein. Ich gehe davon aus, dass Stola irgendwo hier leben wird. Also packe ich den da mal rein. Marax, Bulle mit Menschengesicht. Trotz seines hässlichen Antlitzes weiß er um magische Steine, Astronomie und Medizin. Lebt nahe Amdusias. Amdusias habe ich jetzt wohin gepackt? Da unten hin. Gut. Obwohl, bin ich damit fertig? Ja, ne? Ich habe in letzter Zeit so wenig Symbole angesammelt. Meine Güte. Paimon. Majestätischer König mit Versagen. Kann Menschen Wissen zuteil lassen werden. Reist auf einem Kamel und lebt in der Wüste. Ja, das dachte ich mir. Paimon kann da auch nicht richtig sein. Das, nee. Lebt in der Wüste. Also wenn es eine Wüste gibt, dann sieht das hier eher aus wie eine Wüste. Hält sich vom Friedhof fern. Wow. Dann wärst du jetzt aber beim Friedhof. Lebt am Rande des Waldes und hast Tristes. Lebt am Wand. Oh mein Gott, jetzt muss ich die hier sortieren. So. Ja. Wen habe ich dann rausgeworfen? Raum. Mag Walddämonen und lebt in ihrer Nähe. Kannst du da nehmen. Oder hier. Fex. Wegen der Flammen, die ihn umgeben, lebt nahe seinem Freund Cameo, auch ein Vogel. Und Cameo ist jetzt der da. Dann würdest du jetzt hier... Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Lebt mit seinen Soldaten im Wehrturm am Wald. Nee, dann bist du schon richtig, Barbatos. Dann wäre Phoenix jetzt hier. Dann wäre aber wieder Paimon übrig, den ich dann zum Beispiel hier hinpacken könnte. Ach, ist das ein Mist. Lebt am Meer. Das ist aber das Einzige, was hier am Meer sein kann. Ugh. Okay, Moment. Da ist wieder das Problem. Das habe ich ab und zu mal. Wenn man dann... Ich möchte... Wie konnte ich das nochmal machen? Ich meine, ich konnte alle Symbole rausnehmen direkt auf einmal.
Ja. Das Problem bei sowas ist, wenn man dann wirklich da mal vorsteht und sich das anguckt und keine Ahnung hat, welcher jetzt falsch ist und welcher richtig ist, dann muss man alle nochmal rausnehmen. Ist zumindest mein Tipp, um dann zu gucken, dass man die vernünftig reinkriegt. So. Er lebt am Meer. Ist kein Problem. Hält sich vom Friedhof fern. Lebt, na, ist ein bisschen schwieriger. Er kann zum Beispiel hier wohnen. Das würde heißen, Paimon. Paimon lebt in der Wüste. Dann könnte er da immer noch richtig sein. So, er lebt am Wehrturm. Das hier ist der Wehrturm. Er mag trockene Orte und lebt neben seinem Kollegen. Während sein Nachbar Fennings lebt im Haus auf dem Mitte des Hügels. Das ist das hier. Lebt nahe Paimon und dem Friedhof, um der Hitze auszuweichen. Wäre dann das hier. Raum. Mag Walddämonen und lebt in ihrer Nähe. So. Dunkelwiderstand, Orkan, Abschirm, Heiliger, Dunkler, Böse, Erde, Feldsturm. Meine Güte. Ja, hier hatten wir immer noch nicht mehr. Die waren fertig, ne? Puh. Ja, tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Aber hey, immerhin ein neues Dingen fertig. Wie soll ich es nennen? Einen neuen Teil des Schlüssel des Salomons erledigt. Ja, warum nenne ich es nicht einfach so? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle vorlesen sollte. Es geschehen schreckliche Morde in der Stadt, die ihnen die Haare zu Berge stehen lassen. Es ist ein Monster, größer als ein Tiger oder ein Bär, das Menschen frisst. Ist das zu glauben? Boah, ich wüsste da jetzt was, aber... Dies ist Japans Hauptstadt, das große Tokio. Schön, nicht wahr? Beeindruckend, wie westliche Hauptstädte. Da fehlt ein Komma. Oder habe ich das Komma jetzt noch nicht gesehen und ich bin selber der Idiot? Egal. Es kam mir so vor, als würde da ein Komma fehlen. Hey. Der Turm. Toll, werde ich nie benutzen. Ach. In 8 Jahren wird dieser Ort von einem riesigen Erdbeben zerstört werden. Nur Gläubige können gerettet werden. Ach du lieber Himmel. Nur Gläubige, ha? Huh? Da habe ich auf jeden Fall die Arschkarte. Es sind schon 50 Jahre vergangen seit dem Ende des Tokugawa-Shogunats. Wie die Zeit vergeht, man kann kaum mithalten. Er war ein Samurai, hä? Wenn ich nicht, wie man bei The Legend of Zelda The Windbreaker gesehen hat, nicht so ein krasser Ninja wäre, wäre ich ja glatt ein Samurai. Aber nein, nein, ich bin ein Ninja. Der Park. Im Park hängen nur komische Kauze rum. Oh Gott, das ist der große Gamma. Hier in Japan. Hm. Kann ich einen Stuhl mitnehmen zum Attackieren? Gamma ist heute wirklich in Topform, ey. Deine Muskeln sind stärker als hier zuvor. Das wird sicher ein super Ereignis. Aha, aha, aha. Ich wollte schon, dann komme ich an dem Ring nicht vorbei. Also wartet Asiens König der... Was? Also wartet Asiens König der Titanen, der große Gamma, begierig auf Herausforderer mitten im Ring. Das war Tatsuichiro Furui über die heutigen Geschehnisse. Weiter zum Kommentar von Hirotoshi Yamamoto. Ich würde auch einen guten Sprecher abgeben. Vielleicht. Unter Umständen. Nicht zwangsläufig. Hi Leute. Was geht? Komme ich hinter euer Auto? Ist hinter eurem Auto irgendwas? Habt ihr vielleicht geparkt, um mich zu nerven? Nein. Okay. Aber eine Schatztruhe mit Buer. Ja, toll. Das war das Viech, was wir vorhin... Also was heißt wir und vorhin, aber... Was ich theoretisch gebraucht hätte. Ja, naja. Probieren wir es mal. Hi, Gamma. Meister, was tut ihr hier? Hey, Joachim, mein Junge. Der Vater munterer junger Männer hat Grenzen. Wie sieht es aus? Willst du Schweiß austauschen? Aber warum seid ihr hier in Japan? Ist doch prima hier. Männer, die ihre Körper unter den freien Himmel aneinander messen. Ist doch einmalig. Natürlich. Siehst du. Na also, willst du dich nun mit mir messen? Oh ja. Dann mal los. Roar! Alles klar. Roar! Oh Gott. Oh ja, auf die Antwort habe ich gewartet, mein Junge. Roar!
Pass mal auf, heute werde ich dich in der 5. Runde mit einem tödlichen Schlag vom Feld hauen. Rar. Bin mir nicht sicher, ob das eine ernste Drohung ist, aber ich denke mal, wir sollten es nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Das heißt, so viel Schaden wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich raushauen. Ah, Themenbuster. Ha. Oh Gott. Könnte knapp werden, wenn ich mir so die ganzen HP-Sachen ansehe. Und so wie es aussieht, wird er immer den Artem-Buster machen. Das ist jetzt seine zweite Runde. Ich sollte das im Auge behalten, denn vor der letzten Runde kann ich im Notfall auch noch einen dritten Schlüssel werfen, weil so viele brauche ich nicht. Nicht mal bis zum Ende des Spiels. Warum steht da jedes Mal, ich komme zweimal dran? Tue ich eben nicht? Das ist eine dreckige Lüge. Lass mich raten. Natürlich. Der Artem-Buster. So, als würde der Artem-Buster ihn irgendwie schneller machen oder so. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist es eine dreckige Lüge, so. Und weil ich so viele von diesen dämlichen Dreierschlüsseln habe, kriegt er halt einen harten Treffer ab. Und zwar dreimal. Oh, fuck. Das so klein ist. Oh, nein. Oh, nein. Er lebt immer noch und... oh, Gott, nein. Dafür habe ich jetzt einen dritten Schlüssel rausgeworfen. Okay. Was eine Scheiße. Ich hätte vorher speichern sollen. Da war ein Speicherpunkt. Warum habe ich ihn nicht benutzt? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Meine Fritze bringen ja mehr als das, was du hier heute gezeigt hast. Oh Gott. Ich hasse es zu verlieren. Wow. Also wie gesagt, dafür habe ich einen dritten Schlüssel rausgeworfen. Ich weiß auch nicht, irgendwie will ich jetzt alles... Nein, nein, nein. Komm hier halt an dich, du solltest sowas nicht tun. Du solltest sowas nicht tun. Trotzdem habe ich diesen unglaublichen Drang, jetzt einfach alles nachzuspielen. Wenigstens zu speichern. Ja, neue Waffen. Neue Waffen braucht das Land. Gibt es eine neue Waffe für Joachim? Nein. Nein, nicht wirklich. Das kann also wieder heißen, wir finden hier noch was. Das ist schön. Nur gut, Leute. Mann, das war so beschämt. Ich will meinen Schlüssel nicht rausrücken. Wisst ihr, dass das furchtbar ist für mich gerade so gedanklich? Also, dadurch, dass ich verloren habe, ist es eher schlimm. Hier liegt noch mehr herum. Was du nicht sagst. Aber hier selber liegt jetzt nichts rum, ne, was ich so einsammeln könnte. Ein Reifen vielleicht oder so, aber nee. Ja, wow. Trotz Dreierschlüssel verloren, das ist schon echt... Ich weiß nicht, ist ziemlich krass. Zumal ich mal davon ausgehe, dass wir überleben könnten, wenn ich einfach den, ja, Angriff schlussendlich blocke. Ich hab's nie aus... Ja, jein. Ich habe es nie großartig ausprobiert, weil ich nie so lange brauchte. Da geht's auch nicht lang, okay. Fein. Schön, dass du dich hier auskennst, obwohl du noch nie in der Stadt warst hier. Sonst würde ich sagen, ich kenne mich hier aus. Ich mach das schon. Nee, nee, nee. Hier ist auch nichts, ne? Nein. Okay. Stadt ist also nicht größer. Das ist noch verkraftbar. Würde ich mal sagen. Wie gefällt Ihnen diese neue Frisur? Sie heißt Dauerwelle. Sie ist der letzte Schrei. Ah, wie toll. Und hier haben wir eine Katze. Katze toll. Aber Leute, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr großartig dafür. Wir sehen uns also beim nächsten Mal an, was hier passiert.
was Yuri und Karen auf der Bank zu besprechen haben. Das seht ihr dann also beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss.